da noch. Ja, guten Abend, geschätzte Freundinnen und Freunde der Nacht, wie wir im Newsletter des Palas zu sagen pflegen. Es freut mich sehr, euch heute Abend beim ersten Fernsehen der erfreulichen Universität Palas begrüßen zu können. Für einmal rollen keine Lotteriekugeln durch unsere Sendung und es gibt leider auch keine Außenschaltungen. Dafür ein klassisches politisches Gespräch. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle trotzdem dabei bleibt. Unser heutiger Gast ist nämlich Mattea Meyer, die neu zusammen mit Cedric Wermuth die Sozialdemokratische Partei der Schweiz leitet, seit fast genau 100 Tagen, wenn ich das richtig gezählt habe. Es freut uns sehr, dass du uns einen virtuellen Besuch abstattest. Herzlich willkommen, Mattea. Herzlich willkommen. Und es ist wirklich auf den Tag genau heute 100 Tage im Amt. Ah, großartig. Das hätten wir eigentlich besser gar nicht planen können. Genau. Ja, und was uns natürlich speziell freut, bisher war ja das SP-Präsidium immer sehr fern von der Ostschweiz angesiedelt. Eine lange Zeit hat es seine Weisheiten jeweils aus Brieg orakelt. Zuletzt hat es seine Schachzüge dann aus Fribourg bekannt gegeben. Mattea ist uns nun aus Winterthur zugeschaltet, also in die Nähe gerückt. In Winterthur hast du auch deine politische Karriere begonnen. 2011 wurde Mattea Meyer für den Stadtkreis 14, wenn ich das richtig nachgelesen habe, in den Zürcher Kantonsrat gewählt. 2015 bereits folgte die Wahl in den Nationalrat. Wer sich ab und zu im Bundeshaus bewegt, der weiß, frühere Kantonsrätinnen sind im Positiven sind die gefährlichsten Politikerinnen im Bundeshaus, weil sie den Betrieb sehr gut kennen. Und es hat dann auch nicht überrascht, dass im letzten Oktober Mattea erst im Alter von 33 Jahren zur SP-Präsidentin gewählt worden ist. Wir wollen heute darüber reden, gegen welche Vorurteile du dich als junge Frau und Mutter bei dieser Wahl auch durchsetzen musstest. Wir wollen dann natürlich auch konkret über die gegenwärtige schwierige gesellschaftliche Situation während der Corona-Pandemie sprechen und was weiter läuft zur Linderung der wirtschaftlichen Not. Natürlich möchten wir nicht nur dabei stehen bleiben und auch ein paar Gedanken austauschen oder zu entwickeln, versuchen, was für Lehren auch für eine künftige, vielleicht solidarischere, ökologischere Wirtschaft aus dieser Pandemie gezogen werden können. Und schließlich dann soll es auch noch ein wenig um die Zukunft der SP gehen, um die laufenden politischen Auseinandersetzungen in der Schweiz und vielleicht auch noch ein wenig um eine internationale Perspektive. Soweit der geplante Bogen. Wir schauen mal, wie weit wir da kommen in diesen 45 Minuten, die wir uns vorgenommen haben. Nach dem Gespräch ist es natürlich auch immer dann gewünscht, dass Fragen beantwortet werden können aus dem Publikum. Es freut uns, dass einige live mit dabei sind. Diese Fragen können im Chat auf YouTube in der rechten Spalte für jene, die da einen Account haben, eingegeben werden. Sie können das auch gerne bereits während dem Gespräch machen, nicht erst am Schluss. Wir versuchen das soweit im Auge zu haben. Genau. Ja, mein Name noch kurz ist Kaspar Surber und ich bin Politikredaktor bei der Wochenzeitung WOZ. Genau. Ja, jetzt Mattea, du und Cedric Wermuth, ihr habt ja vor mehr als einem Jahr, im Dezember 2019, bei uns in der Zeitung, in der WOZ, eure Kandidatur angekündigt, dass ihr das SP-Präsidium übernehmen wolltet. Das Geschrei war natürlich entsprechend groß. Warst du dir damals sicher, dass es für die Wahl reicht? Zum Zeitpunkt, als wir unsere Kandidatur angekündigt haben, das war am 18. Dezember 2019, wussten wir nicht, kommt da noch wer? Oder bleiben wir die Einzigen im Umzug um dieses Parteipräsidium der zweitgrößten Partei der SP Schweiz?
Im Januar kam dann mit Matthias Renner und Priska Seiler-Graf ernsthafte Konkurrenz, auch sie im Doppelgespann. Und dann ging der Wahlkampf quasi los, der Parteiinterne, wurde dann unterbrochen von Corona. Wir wurden dann so etwas lahmgelegt, weil der Parteitag vom April in den Oktober verschoben wurde. Und dann im Juni hat dann Matthias Renner seinen Rückzug bekannt gegeben aus diesem Co-Präsidiumskandidaturenfeld. Priska Seiler-Graf dann auch. Und dann waren wir dann wieder über den Sommer durch die Einzigen, wussten aber auch nicht, bleibt das oder wird sich sonst noch jemand willens, das zu machen? Und ja, seit quasi so Ende August hat sich das dann plötzlich dann so sehr real angefühlt, weil es dann wirklich kein Zurück mehr gegeben hat. Und dann am 17. Oktober ist dann die Wahl erfolgt, was mich nach wie vor sehr freut. Und ich bereue diesen Entscheid bis heute nicht. Und kannst du vielleicht noch sagen, eben du hast ja, bist glaube ich die jüngste vermutlich oder eine der jüngsten Präsidentinnen, die die SPÖ gehabt hat. Was hat dich denn an diesem Amt gereizt? Warum fandest du, ich möchte das jetzt übernehmen? Ich mache Politik, weil ich etwas verändern will. Ich glaube, wir haben sehr viele, sehr große Herausforderungen vor uns. Du hast vorhin ein paar angesprochen. Die Klimakrise, wir haben den Frauenstreik, der jetzt mal endlich sagt, hey, jetzt, wir haben jetzt genug lang gewartet, jetzt wollen wir mal endlich Gleichstellung. Wir haben aktuell die Corona-Krise, die sich zunehmend auch als massive soziale und wirtschaftliche Krise zeigt. Die zunehmende Ungleichheit, selbst die NZZ musste kürzlich titeln, dass die Ungleichheit ein massives politisches Problem darstellt. Also wir haben Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Und ja, schon auch zu sehen, oder? Die SP war im 20. Jahrhundert eine gestaltende Kraft. Sie hat mit der Einführung der AHV den Menschen die Existenznot genommen, für das Frauenstimmrecht gekämpft, für den Mieterschutz, für eine atomfreie Zukunft. Sie war die gestaltende Kraft und wir wollen selbstverständlich auch die gestaltende linke Kraft im 21. Jahrhundert sein, weil ich überzeugt bin, dass es gibt keine Alternative zum aktuellen System, etwas ist, was den Bürgerlichen durchaus hilft. Ich bin überzeugt, doch, es gibt Alternativen, es muss auch Alternativen geben und ich will an diesen Alternativen mitarbeiten. In einer der spannendsten, aber auch intensivsten Aufgabengebieten oder Funktionen, die es in der Schweiz gibt. Das hast du jetzt sehr gut und auch im Sinn der Bewegung und der Partei formuliert, aber trotzdem noch, was hat dich persönlich gereizt? Ich bin wirklich jemand, wenn ich spüre, dass etwas ungerecht ist, wenn ich sehe, wie sich Mächtige über andere erheben, nur weil sie das können, weil sie Geld haben, den richtigen Pass haben, das richtige Geschlecht haben, dann halte ich das nicht aus. Ich kann dann einfach nicht ruhig sitzen, sondern muss mich irgendwie engagieren. Das hat mich auch mit 17 Jahren in die Politik gebracht, seither immer auch angetrieben. Auch das Wissen, die Wut allein reicht nicht, es braucht auch die Hoffnung für ein besseres Morgen. Und hier in diesem, ich habe ein unglaublich stärkendes und stützendes Umfeld. Ich glaube, gemeinsam mit Cedric bringen wir diese Idee auch mit, dass Politik nicht im Bundeshaus beginnt und auch nicht im Bundeshaus endet, sondern sehr viel mehr ist. Auch das, was ihr macht, ist am Schluss sehr ein wichtiger Bestandteil der Politik. Und diese Kämpfe auch miteinander zu verbinden, das ist mein politischer Werdegang und das hat mich dann am Schluss eben auch motiviert zu kandidieren. Mhm. Natürlich auch mit Cedric, mit dem ich schon seit über 10 Jahren politisch und freundschaftlich verbunden bin. Du hast gesagt, dass du mit 17 entschieden hast, dich politisch zu betätigen. Gab es da eine Art Erlebnis, das dich dazu gebracht hat? Es gab jetzt nicht so dieser eine Moment. Ich war zugegeben eine kleine Streberin, habe sehr viel gelesen über die Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, Frauen, die als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Wollte das nicht einfach in mich hineinfressen, sondern mich auch engagieren. Habe dann an der Jugendsession teilgenommen in Bern, wo sich 200 Jugendliche treffen und Politik spielen. Da hat es mir so einen Ärmel reingezogen. Bin dann irgendwie eine Woche später der JUSO und der SP beigetreten. Und dann hat das dann so seinen Lauf genommen. Aber was mich schon in dieser Anfangszeit sicher stark quasi motiviert oder mobilisiert hat, das war die Zeit des Irakkrieges. Ich kann mich erinnern, wie ich mit der roten JUSO-Fahne
in die Schule ging, weil um 4 Uhr dann nach Schulschluss die Demo in Winterthur gerufen hat. Es war die Zeit all dieser Anti-WEF, Anti-Globalisierung oder Anti-G20-Diskussion. Das hat schon so dieser auch internationale Charakter, hat zumindest die Anfangszeit meiner politischen Zeit schon sehr auch geprägt. Ja, man kann sagen, also auch gewisse Ereignisse, die letztlich diese politische Gegenwart bis heute bestimmen. Also diese Form der Globalisierung, die ja damals auch einen neuen Schub erfahren hat. Wenn du noch zurückblickst, das ist ja immer eine interessante Frage, bist du noch gleich konsequent wie mit 17? Oder konsequenter? Es gibt ja immer so diese, ich muss mir jetzt seit 12 Jahren anhören oder seit 15 Jahren bald sogar, ja, irgendwann mal wirst du dann schon auch vernünftig, wenn du älter wirst. Und um ehrlich zu sein, nein, ich glaube, ich bin aus der ihrer Sicht nicht unbedingt vernünftiger geworden. Das, was sich mit 17 vielleicht mehr so als dumpfes Gefühl gezeigt hat, eben diese, ich sage, Empörung über diese Schrecklichkeiten der Welt, diese Ungerechtigkeiten, hat sich natürlich sehr viel stärker in ganz konkreten Beispielen gezeigt, in Begegnungen, die ich hatte, in, was weiß ich, Nordgriechenland mit Geflüchteten, mit Sans-Papiers, hier in der Schweiz zu merken, hey, da gibt es ganz viele andere Lebensrealitäten, die unwürdig sind oder die wir als Gesellschaft den Menschen ihre Würde wegnehmen. Und das treibt mich bis heute massivst an. Und von dem her, ich bin vielleicht etwas gelassener geworden, aber nicht weniger radikal in dem Sinne, dass es für mich bedeutet, dass so wie es aktuell läuft, einfach keine Zukunft sein kann. Genau, damit haben wir natürlich auch bereits den Beweis in diesem Gespräch, wovor alle bürgerlichen Medien in diesem Land auch gewarnt haben. Wenn man dich und Cedric Wermuth zum Präsidium wählt, dann droht ein Linksrutsch in der Partei, eine Jusofizierung der SP. Ich glaube, dieses Wort gibt es nur in der Schweiz, wenn die Delegierten euch wählen. Ihr wurdet auch als Marxistinnen bezeichnet. Um nochmals kurz auf die Wahl zurückzukommen, ich hätte sehr viel Geld darauf gewettet, dass ihr gewählt werdet. So wie ich diese Partei einschätze, nehmen die Medien die SP falsch wahr? Schade, hast du nicht gewettet, dann wärst du jetzt reich geworden. Ich hätte jemanden finden müssen. Und jemand hätte viel Geld verloren. Ja, das Bild der Medien, da muss ich ehrlich sein, das ist anstrengend, das dauernd auszuhalten, dieses Bild von die Akademikerin, die noch nie gearbeitet hat, keinen Bezug zur Lebensrealität der Menschen hat. Das ist auch ein Bild, das natürlich die Bürgerlichen dauernd aufnehmen. Inmitten der Corona-Krise als ich mich für ein Dividendenverbot bei Kurzarbeit engagiert habe, hat FDP-Ständerat Rodinoser gesagt, ja, die Matthäa Mayer, die hat doch keine Ahnung vom realen Leben. Ja, das sei jetzt mal dahingestellt, von welchem realen Leben wir sprechen, ob vom realen Leben der Aktionärinnen und Aktionäre, von dem habe ich wirklich nicht allzu viel Ahnung, oder das reale Leben all der hunderten Selbstständigen, die in dieser Krise total unverschuldet vor dem Ruin stehen, gemeint ist. Aber solche Zuschreibungen sind ärgerlich, auch die Zuschreibungen, muss mir dauernd anhören, ich stehe im Schatten vom bekannteren Cedric Wermuth, ich sei ein Anhängsel. Das, ja, um ehrlich zu sein, das geht nicht spurlos an einem vorbei, weil es nämlich so tut, wie man gar keine Spuren hinterlassen hat seit den 15 Jahren, in denen ich mich politisch engagiere. Aber um ehrlich zu sein, dann schreiben Sie das. Ich mache meine Politik und ich glaube, solche Zuschreibungen sagen meistens mehr aus über die Person, die sie macht, als über diejenige, die sie betrifft. Aber was schon ist, solche Abwertungen haben natürlich schon auch System.
Und Sie haben natürlich auch eine starke Gender-Komponente, oder? Das kann man ja auch sagen, die Beispiele, die du erwähnt hast, das hätte ja sicher niemals geheißen, Cedric Wermuth würde im Schatten einer Frau stehen. Nein, nein, irgendwie sagen dann immer, niemand steht einander vor der Sonne. Wir. Aber ja, es hat eine sehr starke Gender-Komponente, genau diese Abwertung. Und ich meine, mittlerweile sage ich halt einfach, ja, ich habe noch nie oder ich leite kein Unternehmen, aber ich weiß, was es bedeutet, als Mutter einer kleinen Tochter an einem Tag den Kopf frei zu haben für die politischen Geschäfte. Und am nächsten Tag mit ihr auf dem Kinderspielplatz zu sein. Und es interessiert sie aber überhaupt nicht, was ich jetzt gestern gerade gemacht habe, weil sie jetzt mich will als Matthäa, als Mutter. Oder ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, keine Ahnung was, 50.000 Franken für ein Verwaltungsratsmandat zu kriegen pro Jahr für ein paar Sitzungen. Aber ich weiß sehr wohl, wie es ist, gerade als junge linke Frau in einer Diskussionsrunde zur Finanzpolitik die einzige Frau zu sein. Und von dem her, ja, diese Zuschreibungen werden immer gemacht. Ich merke jetzt aber schon so, wie viel Irritation unser Verhalten in den letzten Monaten auch gerade ausgelöst hat bei all denjenigen, die eben uns Marxisten, Linksradikale, Ideologen geschrien und geschimpft haben und jetzt plötzlich merken, so, die machen ja auch ganz Realpolitik, wenn man das so Genau, sagen will. praktische Politik auch für das Gewerbe oder eben vielleicht auch daran kann man ja erinnern, für diese Hälfte, die vielleicht hier auch zuschaut, der Schweizer Bevölkerung, die weniger als 6.000 Franken im Monat verdient. Was ja dann immer interessant ist, dass das nicht die richtige Welt sein soll, wenn man aus dieser stammt. Aber ich möchte noch ein bisschen bei diesen Zuschreibungen, geschlechtsspezifischen Zuschreibungen bleiben für den Moment. Die Schweiz feiert ja am 7. Februar, also jetzt also demnächst 50 Jahre Frauenstimmrecht und die Berichterstattung über dieses glückliche Ereignis ist ja jetzt schon überbordend, als sei das eine riesige Leistung, dass wir es schon vor 50 Jahren eingeführt haben. Gibt es da tatsächlich etwas zu feiern oder gibt es nicht vielmehr einiges zu tun noch? Ich glaube, etwas, ein bisschen von beiden. Ich finde es richtig, dass wir darauf aufmerksam machen, dass die Frauen ehrlich gesagt erst seit 50 Jahren das Frauenstimmrecht haben. Ich bin mir aber auch bewusst, dass ich heute hier stehen kann und mit dir spreche in meiner Funktion als Co-Präsidentin RSB Schweiz, als Nationalrätin, habe ich mutigen Frauen und mutigen Männern im 20. Jahrhundert zu verdanken, die einen langen Schnauf hatten, die immer wieder gekämpft haben, die unglaublichen Widerständen ausgesetzt waren, die nicht aufgegeben haben und gleiche Rechte für Frauen oder jetzt zumindest das Frauenstimmrecht erkämpft haben. Und ich glaube, dass dieses Beispiel zeigt eben sehr gut, dass nichts einfach vom Himmel fällt. Man muss dafür für jede einzelne soziale Errungenschaften und vor allem für feministische Errungenschaften müssen wir kämpfen und waren es Kämpfe, die das erreicht haben. Und das bedeutet eben auch für den Blick in die Zukunft, es wäre falsch zu sagen, ha, wir haben jetzt seit 50 Jahren eine vollendete Demokratie, weil die Frauen jetzt auch mitentscheiden können. Im Gegenteil, wir haben ein Viertel unserer Bevölkerung, die nach wie vor nicht mitentscheiden kann, weil sie kein Schweizer Stimmrecht oder keinen Schweizer Pass haben. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, wenn wir wirklich stolz sein wollen auf unsere Demokratie, dann ist es aber allerspäteste Zeit, denjenigen Menschen, die hier leben, die hier ihre Zukunft aufbauen, dieselben Rechten zu gewähren, wie wir, die hier geboren sind und einen Schweizer Pass haben, erhalten haben. Und gleichzeitig auch zu sagen, mit einem Frauenstimmrecht alleine ist es nicht getan. Die reale, effektive Gleichstellung erfolgt oder braucht noch sehr viel mehr. Und da glaube ich aber, sind wir mit dem Frauenstreik, was eines der bewegendsten Momente in meiner politischen Zeit war, auf gutem Weg. Um hier noch gerade kurz nachzufragen bei der Migrationspolitik, bei der Mitbestimmung
aller, die hier anwesend sind. Die SP war ja lange Zeit kaum mehr zu hören in der Migrationspolitik, vollends eingeschüchtert von der SVP. Es gab dann einige wenige Nationalrätinnen wie du oder wie auch Samira Marti, die das Thema die Flüchtlingspolitik, auch die Migrationspolitik jetzt wieder stärker auf die Agenda gebracht haben. Seid ihr euch da auch etwas am Überlegen bezüglich dieser Frage der Mitbestimmung? Ja, ganz klar. Ich muss sagen, ich konnte das nie verstehen, weshalb die SP hier das Feld mehr oder weniger so schweiglos den Rechten überlassen hat, weil das für mich der Kern sozialdemokratischer Politik ist. Wenn wir für die Würde der Menschen kämpfen wollen, dann ist das bedingungslos und für alle, eben auch für diejenigen, die nicht das Zufallsglück hatten, in einem der reichsten Länder auf die Welt gekommen zu sein oder die nicht das Glück hatten, Schweizer Eltern zu haben. Und das ist für mich wie eine Selbstverständlichkeit und eine in der DNA der sozialdemokratischen Politik. Und ja, also ich glaube, es gibt, einerseits ist für mich klar, diejenigen, die hier auf die Welt gekommen sind, die gehören hierhin, gehören zu uns, die haben das Anrecht, einen Pass zu erhalten, also dieses Jus Solis-Prinzip. Aber das reicht nicht. Wir haben auch ganz viele Menschen, die nicht hier geboren sind und ebenso hier ihr Leben aufgebaut haben und ebenso das Recht haben sollen, einerseits mitzuentscheiden über ihre Zukunft. Die können nicht mal mitentscheiden, ob das Schulhaus nebenan gebaut werden soll oder nicht, wo ihre Kinder in die Schule gehen können oder auch, wie die Altersvorsorge aussieht. Ich glaube, das, was vielleicht die Privilegierten, die eben einen Schweizer Pass haben, die denken immer so, ja, es geht jetzt um die Mitbestimmung. Ich mag mich erinnern, ich war selber mal im Winterthur ein Jahr lang in der Einbürgerungskommission. Also ich meine, so etwas Entwürdigendes für alle Seiten gibt es wenig, finde ich. Die Fragen, die Leute da beantworten mussten. Und es gab dann so die Befrager, das waren wir, oder, vom Parlament. Und eine Frage war dann immer, weshalb wollen sie sich einbürgern lassen? Und die Antwort, wenn sie die Antwort gebracht haben, weil ich einfach mit meinem Mann, der den Pass schon hat, einfacher ins Ausland reisen möchte, die galt dann nicht. Sie mussten dann mehr oder weniger sagen, weil ich abstimmen und wählen will. Das war so die einzige redliche Antwort, wie wenn bei uns diejenigen, die den Pass schon haben, 100% immer abstimmen und wählen würden. Genau. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass zu diesem Bürgerrecht noch sehr viel mehr gehört. Die Sicherheit, nicht ausgeschafft werden zu können, wenn man zu viel Sozialhilfe bezieht. Die Sicherheit, dass ich im Alter irgendwie eine soziale Absicherung habe. Und solche Rechte, dass, ja, ich glaube, die sind sich ganz viele gar nicht bewusst, die eben nicht in dieser Situation sind. Und habt ihr da ein konkretes Projekt vor, also beispielsweise die Einführung des Ausländerinnenstimmrechts, analog eben zum Frauenstimmrecht, oder was du jetzt stärker angesprochen hast, auch Verbesserungen beim Bürgerrecht, weil das ja dann deutlich umfassender wäre als nur die politische Mitbestimmung? Wir sind jetzt genau 100 Tage im Amt und alles verzögert sich auch Corona-bedingt ein wenig. Eine gute Möglichkeit, etwas Neues zu verkünden. Ich habe es schon gemerkt, Kasper. Nein, wir sind daran und ihr werdet sicher von uns hören. Das kann ich auf jeden Fall versprechen, genau in diesen Bereichen auch. Okay, gut. Ja, also vielen Dank. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einen Schritt weiter. Du hast es angesprochen, ihr seid natürlich jetzt auch total in einer Phase, habt ihr das Präsidium übernommen, in dem es nur ein bestimmtes Thema politisch, gesellschaftlich, privat, beruflich gab, Corona. Kommen wir darauf zu sprechen, auf die Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung. Die Schweiz hat traurigerweise vergleichsweise sehr viele Menschen zu beklagen, die an Corona verstorben sind. Was hat deinem Eindruck nach zu diesem, letztlich kann man sagen, gesellschaftlichen Versagen in der Pandemie geführt? War es eine gewisse Überheblichkeit, dass einem eine Krise in der Schweiz sowieso nie trifft? War es der Föderalismus? War es das Profitstreben, das über allem steht, oder etwas anderes? Also ich glaube, am Schluss, niemand will, dass Menschen sterben an Corona, so auch die Bürgerlichen nicht oder die bürgerlichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger nicht.
Ich glaube, es war schon so eine Mischung von dem, was du jetzt beschrieben hast. Wir sind einfach nicht krisenerprobt. Ganz einfach, oder? Wir wurden ziemlich überrascht. Wir haben im Frühling die Krise relativ gut gemeistert, weil wir nicht so stark betroffen waren. Und die zweite Welle, das war also, ich meine, Desaster von A bis Z. Und hier, glaube ich, hat einerseits der Föderalismus schon etwas zu einem, man schiebt einfach die Verantwortung an andere Stellen abgeführt, aber vor allem auch, dass die Kostenfrage über die Gesundheit der Menschen gestellt wurde. Jeder Entscheid, wie wird das Contact Tracing ausgebaut, jetzt auch die Impffrage, haben wir genügend Spitalbetten und genügend Pflegepersonal, leisten wir genügend wirtschaftliche Hilfe? Da ging es immer nur um die Kosten. Immer, immer, immer. Und immer nur um die kurzfristigen Kosten. Weil das, was für mich klar ist, ist, die Kosten werden irgendwann mal trotzdem anfallen. Sie werden sogar tendenziell eher noch höher, wenn wir mit Maßnahmen zuwarten. Und das ist jetzt geschehen. Und ich glaube, wir haben das nicht gut gemeistert. Wir haben wirklich darin versagt, die Pandemie zu meistern, wegen diesem stieren Blick auf die Kosten. Wir haben einen Finanzminister, der ernsthaft im Oktober hinsteht und sagt, für eine zweite Welle haben wir dann keine 30 Milliarden Franken mehr und sonst haben wir einen Schuldenberg, der so hoch ist, wie irgendwo man Olympiade drauf machen kann. Ich meine, absurder und idiotischer geht es wirklich nicht. Und vor allem auch, das ist so respektlos gegenüber den Menschen, die seit einem Jahr am Strugglen sind. Die seit einem Jahr nicht wissen, wie ihre berufliche Zukunft aussieht, seien dies Leute, die prekär beschäftigt sind, auf Kurzarbeit sind, Menschen, die ihren Job verloren haben, die ihre Selbstständigkeit vor dem Ruin stehen. In solch einem Moment erwarte ich, dass wir von der Politik hinstehen und sagen, wir sind vom ersten bis zum letzten Moment mit euch und durchstehen diese Krise gemeinsam mit euch. Und das haben wir nicht getan oder hat zumindest der Bundesrat nicht getan. Und das hat dazu geführt, dass wir diese Krise nicht meistern. Genau, und dann letztlich über die Kostenfrage oder die Frage, welche Ausfälle kann man finanzieren? Ich glaube, soweit kann man das ja jetzt sicher festhalten, hat natürlich auch zu dieser ganzen Verzögerung, Verschleppung geführt, dass die Maßnahmen dann eben letztlich auch sicher nicht diese Wirkung entfalten konnten, die sie eigentlich hätten sollen. Was mich jetzt noch interessiert, das war ja verschiedentlich auch ein Thema, dass eben wenn du von der Kostenfrage sprichst, wie die verschiedenen Lobbys in Bern auch Druck gemacht haben. Also war da der Bundesrat am Werk oder war da Economy Swiss am Werk? Ich glaube, wir wurden im März ziemlich alle überrascht und dann hat der Bundesrat erstaunlich schnell und für seine Verhältnisse unbürokratisch reagiert, diese Hilfe auch gesprochen. Und dann nach 2 Monaten, April, Mai, hieß es einfach, jetzt ist Schluss. Und das war schon sehr stark Druck, Gewerbeverband, Economy Swiss, die quasi jetzt einfach, und bürgerliche Parteien, jetzt öffnen wir alles wieder, weil Öffnung ist gleichgesetzt mit, jetzt müssen wir nichts mehr bezahlen. Und ich meine, dass die Leute nach wie vor keine Konzerte besuchen konnten und die trotzdem die Tontechnikerinnen und Tontechniker nach wie vor keine Arbeit hatten, die Konzertlokale zu war oder geschlossen waren, die Reisebüros zwar hier saßen, aber niemand reisen konnte oder wollte, das wurde wie einfach negiert. Und die Leute wurden wirklich fallen gelassen und allein gelassen. Und da hat man schon gespürt, welche Lobbys stark sind. Ich meine, für die Swiss kam ziemlich schnell ein Rettungspaket. Die Armutsbetroffenen, die warten bis heute. Und all die, ich sage jetzt mal, die Kleinen oder die Selbstständigen, die Kleinbetriebe, die haben plötzlich gemerkt, so hups, diejenigen, bei denen wir immer dachten, sie würden für uns einstehen, die sind jetzt plötzlich in den Ferien für eine lange Zeit. Und die haben ziemlich gekämpft. Und das hat mich aber auch gleichzeitig zu sehen, wie viele Menschen aufgestanden sind und sich auch für ihre Rechte eingesetzt haben, das war sehr mobilisierend und stärkend. Am Schluss hat das dazu geführt, dass wir heute immerhin eine Mini-Hilfe haben. Genau, ihr habt ja euch ja dann von der SP aus auch vehement für eine Verlängerung der Wirtschaftshilfen ausgesprochen, für einen Teilerlass der Geschäftsmieten, auch eine
volle Entschädigung bei der Kurzarbeit bei Tieflöhnen, also dass dort die Kurzarbeit 100% entschädigt wird und nicht nur die 80%, wie das üblich ist. Was ist deine Bilanz? Wie erfolgreich wart ihr? Durchzogen. Wir waren dort erfolgreich, wo es uns wirklich gelingt, die Kämpfe auf der Straße jetzt im übertragenen Sinn, eben jetzt in die Kulturbranche, die Reisebranche, die Gastrobranche, die doch relativ umfassend ist, auch stark getragen ist in der Bevölkerung, weil es sehr positive Branchen sind. Dort ist es uns gelungen, minimalste Hilfe zu erreichen, Erwerbsersatzentschädigung, diese Härtefallgeschichte, obwohl das sehr viel zu kompliziert ist. Wo wir gescheitert sind, ist gegen die Immobilienlobby. Die haben sich am Schluss dann durchgesetzt, dass die Immobilienfirmen auf keinen Franken Miete verzichten müssen, obwohl ihre Restaurants oder ihre Mieter monatelang schließen mussten. Und wo wir auch nicht erfolgreich waren, ist bei den wirklich, wirklich prekär Beschäftigten. Diejenigen, die jetzt durch alle Maschen fallen, seien die Sexarbeiterinnen, seien die Sans-Papiers, die ihre Anstellung verloren haben, wirklich einfach nichts haben. Und da sind wir also als einfach nur auf taube Ohren gestoßen. Und das ist schon, also das tut mir auch einfach wirklich weh für all die Betroffenen zu wissen, dass die unglaublich schwierige Zeiten auch vor sich haben. Und zu merken, dass die Ignoranz von der bürgerlichen Seite auf gigantisch ist. Und dann vielleicht noch der dritte Punkt, das ganze Gesundheits- und Pflegepersonal. Ich meine, wir haben im Frühling geklatscht, das war hoffentlich ein motivierender Moment auch für sie, aber mit dem zahlt man keine Krankenkassenprämie und vor allem ist irgendwann mal dann auch genug geklatscht und man will wie Taten sehen seitens der Politik. Und hier war einfach so, danke, dass ihr euren Job macht, danke, dass ihr Überstunden seit Monaten leistet und uns für unsere Gesundheit einsteht, aber wertschätzen und mehr als Danke sagen machen wir als Politikerinnen und Politiker nicht. Und das finde ich wirklich frustrierend. Mhm. Um nochmals darauf zu sprechen zu kommen, dass eben verschiedene Gruppen auch von der Pandemie viel stärker betroffen sind, also sozial Schwächere auch, hat das vielleicht die linke Seite doch auch ein Stück weit unterschätzt im Frühling, weil man davon ausgegangen ist, ja, vor der Pandemie, die ja eine Krankheit ist, die sich körperlich verbreitet, sind alle gleich. Und dass man jetzt eigentlich erst zunehmend feststellt, dass sie natürlich vor allem dort auch sehr stark Leute betroffen sind, wo beispielsweise die Wohnverhältnisse deutlich enger sind, dass eben vor der Pandemie eben überhaupt nicht alle gleich sind, sondern dass sich im Gegenteil die soziale Frage noch viel stärker zeigt. Ja, absolut. Also ich meine, die Pandemie wirkt wie so ein Brennglas auf die Ungleichheit und es hieß ja dann zum Frühling eben, wir sitzen alle auf dem gleichen Boot oder im gleichen Sturm. Und ja, wir sind vielleicht alle auf dem gleichen Sturm, aber es spielt eine Rolle, ob du den Sturm auf einer Yacht über dich bringen musst oder mit einer Schwimmweste im Meer treibst. So, also es ist halt einfach nicht das Gleiche und du hast auch nicht die gleichen Risiken. Und es ist auch etwas anderes, einen Quasi-Lockdown, wie du sagst, in einer 10-Zimmer-Villa mit großem Umschwung auszusitzen oder ob du in einer Dreizimmerwohnung mit zwei Kindern bist, du noch deinen Job verloren hast und keinen Balkon. Also das sind einfach andere Lebensrealitäten. Und hier glaube ich schon, dass wir darüber sehr viel zu wenig auch diskutieren, was diese Pandemie mit uns als Gesellschaft, mit uns als Menschen macht und eben auch, wie die Pandemie sehr unterschiedliche Folgen hat, je nachdem, welche Ressourcen man auch mitbringt. Mhm. Umso mehr hat es mich wirklich einfach beelendet, dass man diese Ungleichheit so verschweigt. Also, ja, ich meine, heute stand in der Zeitung, die UBS hat 6,6 Milliarden Franken Gewinn gemacht im letzten Jahr. Schön, die Caritas hat doppelt so viele Armutsbetroffene
beraten. Das ist auch die Realität. Und irgendwo. Uli Maurer sagt, wir können deine Schulden nicht bezahlen. Und also ich glaube, wenn nicht jetzt, muss endlich die Erkenntnis kommen, so kann es nicht weitergehen. Es braucht irgendwie eine Rückverteilung von denjenigen, die jetzt gewonnen haben, zu denjenigen, die ja komplett unverschuldet in diese Situation geraten sind, in der wir jetzt alle stecken. Mhm. Ja, sprechen wir doch ein bisschen darüber, was denn vielleicht auch möglich wäre. Oder man kann das ja in der Kultur beispielsweise vielleicht kurz einmal durchgehen. Da wurden ja die Notmaßnahmen ergriffen. Die Unterstützungsgelder, die greifen, wie ich mich bei uns im Büro erkundigt habe, auf der institutionellen Ebene ganz leidlich, aber bei den Leuten, die individuell betroffen sind, bei den Kulturschaffenden, ist es viel schwieriger. Der Kanton Zürich ist jetzt da vorgeprescht und hat ein Grundeinkommen den Kulturschaffenden jetzt einmal ein paar Monate versprochen. Also das Grundeinkommen sind nur zu Handen der Herren Noser und so weiter, 3.840 Franken. Ist das beispielsweise ein guter Weg? Ja, es ist ein guter Weg, weil es Schluss macht mit dieser Klein-Klein-Politik und dieser. Wir misstrauen jetzt grundsätzlich mal allen und ihr müsst ganz viele Belege einreichen. Und, oh nein, jetzt habt ihr den Beleg auch noch verpasst, bis es dann mal Geld kriegt. Meine, wir sind in einer Krise, wie wir sie noch nie erlebt haben. Und das, was wir produziert haben, ist ein riesiges Bürokratiemonster. Auf allen Ebenen, also für Betriebe, aber auch für Selbstständige. Ein Bürokratiemonster mit der Folge, dass die Leute zum Teil, die schon vor der Krise irgendwie von wenig Geld gerade im Kulturbereich gelebt haben, vielleicht noch 10 Franken am Tag kriegen. Ja, von diesen 300 Franken im Monat lebt jetzt nur einfach niemand in der Schweiz. Und da finde ich die Lösung zu sagen, alle diejenigen, die in einer Branche sind oder alle diejenigen, die jetzt massiv betroffen sind in dieser Krise, die kriegen einfach mal ein Grundeinkommen, das ist es jetzt, bis das Ärgste überstanden ist. Auch mit der Idee, damit ihr danach wieder öffnen könnt, damit ihr danach wieder dort anknüpfen könnt, wo ihr im März 2020 aufgehört habt. Das ist ja das Wichtige. Wir wollen ja irgendwann wieder an Konzerte gehen können, ins Theater, wir wollen irgendwann mal wieder reisen können. Und wenn dann einfach nichts mehr da ist, weil alles kaputt gegangen ist, dann wird es dann nochmals eine schwierige Krise oder nochmals eine schwierige gesellschaftliche Krise. Du sagst das jetzt eben, das erhoffe ich mir natürlich persönlich auch. Wir wollen wieder daran anknüpfen, so wie das Leben früher war, vor allem natürlich das öffentliche Leben auch, das kulturelle, die ganzen Reisen. Aber müsste man sich vielleicht nicht doch auch ein bisschen die Frage stellen, ob man nicht auch ein bisschen eine neue Zukunft vielleicht nicht nur gestalten könnte, sondern gestalten müsste. Oder ich meine, gerade beispielsweise bei der Kultur ist ja diese Art der Prekarisierung auch ein Stück weit gewünscht. Jeder Künstlerin, jeder Künstler soll sich selbst vermarkten auch. Es wird auch wie überall der Wettbewerb gefördert. Also müssten wir nicht eigentlich sagen, ja, erstens, wir wollen zwar zurück in eine Normalität, aber vielleicht eben in eine bessere. Absolut einverstanden. Wenn ich sage, wir wollen wieder da anknüpfen, wo wir quasi aufgehört haben, heißt das nicht dasselbe wieder spulen, wie wir es jetzt in den vergangenen Jahrzehnten gehabt haben, sondern vielleicht auch diese Krise es möglich machen, dass wir Lehren ziehen aus dieser Krise, dass wir merken, es hat die Solidarität uns durch diese Krise getragen und nicht jeder gegen jeden. Das müsste ja dann auch in der Normalität wieder stärker zum Vorschein kommen. Sicher auch die Erkenntnis, dass es eine bessere soziale Absicherung für alle braucht, gerade auch im Kulturbereich. Aber ich glaube, damit das überhaupt möglich ist, damit wir uns diese Gedanken auch machen können, müssen einerseits jetzt so Räume geschaffen werden, wie ihr das auch macht, und andererseits aber eben auch nicht die Grundlagen, die da sind,
ausradiert werden, indem wir jetzt einfach alle Konkurs gehen lassen. Ich glaube, das ist einfach wie, wir müssen jetzt diese Bedingungen auch schaffen. Und dann, das ist für mich völlig klar. Ich glaube, das, was ja die Krise sehr gut gezeigt hat, ist, dass diese Ausflüchte, die wir uns immer anhören müssen, dafür haben wir kein Geld, das können wir uns nicht leisten, nein, das geht nicht, oder das ist viel zu radikal, die zählen wie nicht mehr. Weil ich meine, wir haben in dieser Pandemie gezeigt, wenn wir als Gesellschaft wollen, dann können wir nahezu alles, dann können wir Berge versetzen. Mhm. Und das muss natürlich auch für die Bewältigung zukünftiger Krisen, der Klimakrise gelten, aber auch für den Umgang, wie wir als Gesellschaft miteinander leben wollen. Aber ehrlich gesagt, in welche Richtung es geht, ob es in die Richtung geht, dass man sich noch mehr abschottet zum Stil von Hauptsache wir sind geimpft, egal was mit allen anderen passiert, oder ob es eben in die Richtung geht, hey, wir stecken hier alle in der Krise und wir müssen schauen, dass eben nicht die einen auf der Yacht davonziehen und alle anderen ertrinken. Mhm. Das ist eine politische Frage, die wir als Gesellschaft zum Schluss eigentlich beantworten. Genau, und daran muss man sich vielleicht eben gerade auch in dieser Phase der Lähmung, in der alle ein Stück weit drinstecken, in einer sehr schwierigen Perspektive auch, die ja jetzt in der zweiten Welle, finde ich, für viele nochmals schwieriger geworden ist. Man spürt ja auch persönlich eine Ermüdung. Ist es natürlich, glaube ich, umso wichtiger, eben sich immer wieder wach zu sagen, das ist natürlich alles, was hier passiert, ein hochpolitischer Moment und alles andere als ein Stillstand. Die Frage ist natürlich, wie kreativ kann man in einer Krise sein, weil es geht ja dann doch einfach auch ums Durchkommen, wie du es ja auch angesprochen hast. Aber um hier vielleicht einen Übergang zu machen, eben, es ist ein hochpolitischer Moment. Da ist natürlich auch die Frage, was ihr eben mit der SP jetzt genau vorhabt. Ihr seid ja nicht in der einfachsten Situation. Eure Wahlanteile sind doch eher ein bisschen leicht am Sinken. Um ein bisschen noch über die Perspektive der Partei der Linken zu reden und die alte Frage zu stellen, was tun, wie wollt ihr das verhindern, dass die Wahlanteile sinken? Was tun, das Richtige tun, so. und das ist, sag ich mal der Grundsatz, wir haben einfach den Grundsatz gesagt, no bullshit, auch wenn das nicht immer ganz einfach ist, zum Durchsetzen, nein, richtig, wirklich das tun, was wir für das Richtige halten. Und dann, ja, natürlich ist es nicht erfreulich. Wir können uns nicht mit diesen 60,8% zufrieden geben. Wir wollen wachsen, weil wir verändern wollen. Es geht uns nicht darum zu gewinnen, damit wir wieder gewinnen, sondern weil wir wirklich gemeinsam mit den Menschen hier etwas verändern wollen. Und hier bin ich schon auch zuversichtlich. Ich meine, wir haben den Frauenstreik, wir haben den Klimastreik. Wir sind zusammen mit den Grünen so stark wie noch nie. Und wir hatten seither Abstimmungen, die schon, glaube ich, so etwas wie einen Stimmungswandel in der Gesellschaft aufzeigen. Wir hatten am Ende November die Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative. Und das war die erste Abstimmung, wo eine Mehrheit der Stimmbevölkerung Ja gesagt hat, dazu Verantwortung auf dieser Welt zu übernehmen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und auch, das stimmt mich ziemlich optimistisch. Jetzt während der Corona-Zeit, bei all diesen Maßnahmen, die ihr unterstützt habt, habt ihr da Rückmeldungen bekommen, dass die Leute das merken, dass ihr die Partei seid, die sich für sie einsetzen? Es gab ja auch ein bisschen den spöttischen Übernamen, ihr wärt die neue Gewerbepartei. Ich habe schon zahlreiche Mails von ehemaligen FDP-Wählern, sage ich jetzt mal, die schon ziemlich enttäuscht sind. Ja, ich glaube, das, was viele gespürt haben, ist, hey, da sind welche, die hören zu, die nehmen uns ernst in unserer schwierigen Situation. Und ich glaube, das ist auch das, was am Schluss, das ist das, was Cedric und ich auch mit unserem Co-Präsidium machen wollen. Um vielleicht auf den Anfang zurückzukommen, oder diese Abwertung, ja, du bist Akademikerin und hast keine Ahnung vom Leben,
die SP sei keine Bürgerpartei mehr und habe den Anschluss an die Arbeiterschaft verloren und so weiter. Ist ja auch immer diese Abwertung gegen die Elite oder gegen den Akademikerweg. Und ja, ich stehe dazu, ich habe Geschichte und Geografie studiert. Ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, in der Pflege zu arbeiten oder bei diesem Wetter auf dem Bau. Aber das haben übrigens meine 199 Nationalratskollegen die meisten auch nicht. Und zweitens geht es darum, den Menschen zuzuhören, ihre Anliegen gemeinsam mit ihnen voranzubringen. Und das versuchen wir. Cedric war letzte Woche beim Bodenpersonal am Flughafen Zürich und hat mit ihnen über ihre Arbeitsbedingungen diskutiert. Und ja, ich glaube, das wird schon auch wahrgenommen. Und vor allem auch wahrgenommen in dem Sinne, dass die Leute merken, hey, nur gemeinsam können wir etwas erreichen. All diese Erfolge, Ausfallentschädigung im Kulturbereich, die Erwerbsersatzentschädigung, die hätten wir nie erreicht, wenn nicht Tausende von Betroffenen Mails geschrieben hätten an die bürgerlichen Parteien und gesagt hätten, hey, lasst uns jetzt nicht im Stich. Mhm. Genau, und wir haben schon über das Ausländerstimmrecht gesprochen. Was natürlich sicher auch nicht ganz einfach ist, ist, dass einfach auch ein Teil von prekär Beschäftigten, von Tieflöhnern, von der Arbeiterschaft, welche die SP ja angeblich vertreten sollte, eben gar nicht stimmberechtigt sind. Ja, es geht mir nicht darum, sie stimmberechtigt zu machen, damit sie dann erst wählen können, sondern genau, es ist der Grundsatz, dass diejenigen an der Demokratie teilnehmen können, die von Entscheiden betroffen sind. Aber ich glaube, natürlich hat diese ganze Corona-Krise eine stark migrantische Perspektive auch. Oder die SVP hat das ja mal versucht, so im Dezember aufzuspielen, indem sie sagten, so und so viele Prozent. Die Intensivbettstationen sind eigentlich voll mit Ausländerinnen und Ausländern. Mhm. Keine Ahnung, was sie das ausgemacht haben. Herr Eschi hat das wieder herausgefunden. Ja. Wie? Herr Eschi hat mit einem Telefonanruf das wieder herausgefunden. Aber also, mein, was man schon sagen kann, ja, das, was wir vorhin diskutiert haben, wenn du in einer Villa sitzt kannst du dich, und Corona hast, kannst du dich von deiner Partnerin oder deinem Partner isolieren, ohne Probleme, weil in der Regel hast du dann auch zwei Bäder. Wenn du mit deiner sechsköpfigen Familie in einer Vierzimmer- oder Dreizimmerwohnung sitzt mit einem Bad, da kannst du dich einfach schlichtweg nicht isolieren. Also die Gefahr einer Ansteckung, auch die Gefahr eines schweren Verlaufes, nimmt zu, je weniger finanzielle Ressourcen jemand hat. Mhm. Genau. Und also, da, das finde ich, auch da zeigt sich, oder? Gesundheit hat sehr stark oder sehr viel auch mit Armut zu tun und ist verknüpft. Genau. Und die Antwort dazu muss eben sein, nicht einfach nur die Leute gesund zu machen im pflegerischen Sinn, sondern eben auch, dass die Armut zu bekämpfen. Okay, um nochmals auf die SP zurückzukommen und wie ihr da so politisch steht. Ich würde sagen, ihr habt ja ein großes Problem, nämlich ihr tragt kein Grün in eurem Namen. Ihr werdet links oder ein bisschen auf dem gleichen Feld von den Grünen bedrängt und in der Mitte von den Grünliberalen. Wie geht ihr damit um? Wenn wir nur ein Problem haben, dann ist es ja gut. Nein, dass wir kein Grün im Namen haben. Also ich glaube, ich muss hier nicht sagen, dass wir seit Jahrzehnten uns für ökologische Politik und für Klimaschutzmaßnahmen aussprechen und uns engagieren. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass dieses Grün, dass die grüne Welle gerollt hat im letzten Jahr, ist ja eigentlich positiv, weil es nämlich zeigt, dass die größte Krise, vor der wir stehen, die Klimakrise, ernst genommen wird in der Bevölkerung und der Wille da ist, dass ein Parlament gewählt wird, das jetzt das auch also da auch sinnvolle Maßnahmen ergreift. Und selbstverständlich arbeiten wir jetzt hier mit den Grünen daran zusammen, sind aber natürlich auch auf den Druck von außen angewiesen, damit wir irgendwas erreichen können. Genau, und das ich glaube vielleicht, wenn ich kurz, oder? Das, was sicher uns als SP hier stark macht drin, ist,
zu sagen, die grüne Frage ist nicht einfach eine Frage des individuellen Verhaltens, dass man kein Plastiksäckli mehr im Migros braucht oder ein bisschen mehr Velofahrt, so, sondern ist am Schluss im Kern eine absolut soziale Frage. Wer verursacht quasi diese Klimakrise? Wer profitiert davon, wenn man den Regenwald zerstört für ein bisschen mehr Dividende? Und wer leidet am Schluss am meisten darunter? Frauen, Kinder in ärmeren Ländern auf dieser Region, auf dieser Welt. Und das ist eine soziale Frage, die wir auch nur mit mehr sozialer Gerechtigkeit oder Klimagerechtigkeit erreichen können. Mhm. Jetzt, du hast es angesprochen, es brauche Druck von außen. Die SP und die Grünen berufen sich ja auch immer gerne auf die Klimabewegung. Jetzt hat letzte Woche der Klimastreik seinen Klimaaktionsplan vorgelegt und darin gefordert, dass die Schweiz bis 2030 netto null Treibhausgase ausstoßen dürfe. Die Grünen wurden ziemlich herausgefordert. Sie fordern dieses Ziel jetzt, soweit ich das weiß, bis 2040. Was sagt die SP zu dieser Forderung? Am Schluss dürfen wir einfach die Fakten nicht ignorieren. Und die Fakte ist, wenn wir es nicht schaffen, rechtzeitig die Erderwärmung zu minimieren, wenn wir es nicht, eben nicht schaffen, rechtzeitig den CO2-Ausstoß auf netto null hinzukriegen, dann machen wir einfach unsere Lebensgrundlage für die Zukunft kaputt. Das tönt jetzt ziemlich alarmistisch und ich will auch nicht, dass wir so in dieser Panik verharren, aber ich glaube, wir müssen schon der Ernst der Lage uns bewusst sein, damit wir jetzt noch rechtzeitig handeln. Und das bedeutet, nein, ich glaube, wir müssen jetzt alles dafür tun, um 2030 netto null erreichen zu können. Auch im Wissen darum, dass die Bürgerlichen jetzt in der Pflicht sind, ihre Hausaufgaben zu machen und da mitzuziehen. Alles, was wir tun können, ist, unser Bestes zu geben, dass es in diese Richtung geht. Dazu gehört das CO2-Gesetz, das im Sommer zur Abstimmung kommt, aber dazu gehört eben auch, eine Allianz zu schaffen für einen nachhaltigen Finanzplatz Schweiz zum Beispiel, weil das unser größter und wichtigster Hebel ist. Mhm. Und denkst du, da ist etwas möglich? Ich meine, dieses CO2-Gesetz wurde ja schon erst in der zweiten Auflage nach der grünen Welle bei den Wahlen halbwegs einigermaßen gangbar umgestaltet. Ich verliere die Hoffnung nicht. Ich muss schon sagen, das, was ich vorhin gesagt habe, die bürgerliche Ignoranz vor Fakten, die jetzt die Corona-Wissenschaftler, mit denen sie konfrontiert sind, das kennen die Klimawissenschaftler seit Jahren, oder? Sie schreien, sie sagen, hey, jetzt müsst ihr im Fall, last call, wenn ihr jetzt nicht macht, dann. Das stimmt mich dann weniger optimistisch, aber was mich optimistisch stimmt, ist schon die Stimmung in der Bevölkerung, dass wir jetzt einfach handeln müssen, auch das Bewusstsein, dass es eine Klimawende braucht. Mhm. Und ja, selbstverständlich wird das nicht nur im Kommissionssitzungszimmer der Umweltkommission getan, sondern vor allem eben auch von draußen erkämpft, mit Initiativprojekten, mit Demonstrationen, damit, dass wir das Thema immer und immer wieder auch in die Öffentlichkeit bringen. Mhm. Ja, du hast es erwähnt, die bürgerliche Ignoranz diesen Themen gegenüber. Ich möchte aber mit dir auch noch kurz über die Situation der Bürgerlichen sprechen. Ich finde es ja immer wichtig, dass man auch ein bisschen die andere politische Seite sozusagen analysiert. Und wenn man so hinüberblickt, dann stellt man ja fest, da finden offenbar gerade größere Umsortierungen statt. Die neue Mitte-Partei hat sich gegründet. Die SVP ist, kann man sagen, in einer Krise, seit Christoph Blocher sie übernommen hat, wie sie sie nie erlebt hat, und gleichzeitig stellt man fest, dass am rechten Rand des Freisinns einiges in Bewegung ist. Das sind neue Verbände am Start, neue Medien. Wie schätzt du diesen Moment ein? Ist das bürgerliche Lager durcheinander oder nicht? Sie sind, glaube ich, schon etwas in Panik. So, also ich mag mich an den Moment erinnern, es war, glaube ich, der erste Auftritt als Co-Präsidentin in dieser
Elefantenrunde nach der Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative, CVP, Mitte, SVP, FDP und ich von der SP. Und die haben sich da alle als die großen Sieger gebrüstet. Sie hätten jetzt noch, obwohl das eine breit getragene Allianz gewesen sei, hätten sie die Konzernverantwortungsinitiative verhindern können. Sie seien auf der Seite der Sieger. Also um ehrlich zu sein, ich war eigentlich die Einzige, die ja hier die Rolle der Mehrheit der Bevölkerung vertreten oder zumindest denen gestimmt haben. Den Volkswillen, wie sie sonst. Der Volkswillen, genau. Volkswillen. und das, da hat man schon, es war schon eine sehr gespielte Zufriedenheit mit diesem Ergebnis. Und ehrlich gesagt war da auch ziemlich große Panik vor dem, was noch kommt, auch weil es ja nicht ganz unbegründet ist. Ich meine, 3 Monate vorher hätten wir fast verhindert, dass Kampfjets gekauft werden. Was niemand jemals gedacht hätte, dass uns das ein zweites Mal gelingen kann. Und ich glaube, es ist schon spürbar, dass die politische Stimmung kehrt. Was mich jetzt sehr positiv stimmt, weil es eine bessere Zukunft für uns alle ermöglicht. Genau, und es ist sicher ein Hinweis, dass tatsächlich einfach auch es Möglichkeitsräume gibt, die man ja dann einfach auch nutzen muss. Vielleicht blicken wir ganz zum Schluss noch ein bisschen hinaus auch die jahrelange Dominanz der SVP hat ja auch dazu geführt, dass man ständig so einen Helvetozentrismus hat, in den politischen Diskussionen fast nicht wahrnimmt, was anderswo passiert. Wenn du ein bisschen aus der Schweiz hinaus blickst, gibt es da auch anderswo linke Projekte, die dir Hoffnung machen oder an denen du dich orientierst jetzt bei deiner Arbeit? Ja, also ich finde es sicher sehr, sehr spannend, was in den USA läuft mit den Progressiven rund um Bernie Sanders. Aber das ist längst nicht alles nur Bernie Sanders. AOC mit ganz vielen anderen im Repräsentantenhaus oder auch Leuten, die nicht irgendwie ein Amt und Würde haben, sondern sich für dieses Movement, für diese Bewegung engagieren. Ich glaube, das finde ich schon ein spannender Ansatz, weil sie auch sehr... Ja, also sie diese Systemfrage auf eine gute Art und Weise auch thematisieren und das auch wieder irgendwie mit sehr konkreten Ideen und Forderungen auch präsentieren, die jetzt durchaus auch möglichst umzusetzen wären. Das finde ich schon ein spannender Ansatz. Und dann glaube ich, ja, also was ich vorhin gesagt habe, die Klimastreikbewegung ist auch eine internationale Bewegung. Die Frauenstreikbewegung ist, oder die Frauenbewegung hat sich in den letzten Jahren auch sehr stark international bewegt, mit all diesen Kämpfen in Südamerika zum Beispiel. Mhm. Das sind auch, glaube ich, schon sehr Bewegungen, die dieser Wille, wir können die Veränderung bringen, wir können unsere Zukunft gestalten, zum Ausdruck bringen. Also du willst schon eine Partei sein, die sehr nahe ist bei den sozialen Bewegungen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ja, ich glaube, am Schluss ist es ein Kampf David gegen Goliath, also diejenigen, die an der Macht sitzen, sehr viel Geld, sehr viel Macht haben und diejenigen, die das nicht haben. Und auch wenn wir natürlich als SP gewissermaßen zum Teil in Machtpositionen sind, sei es im Bundesrat, in den Regierungen, im Parlament, da auch Entscheidungen beeinflussen können, auch Handlungsspielräume haben, haben wir einfach schlichtweg sehr oft keine Mehrheiten dafür und nicht die Macht und sind eben auch auf der Seite quasi der Kleinen. Ja, es ist zum Schluss ein starker Kampf gegen oben oder wie man das auch immer nennen will, den wir auch führen wollen. Und der eben nicht einfach nur im Parlament stattfinden kann und soll. Mhm. Noch die letzte Frage, bevor wir schauen, ob es auch solche aus dem Publikum gibt. Bei den Wahlen, wann sind sie? 2023, glaube ich. Ja. Werdet ihr stärker oder schwächer? Ich glaube, da gibt es nur eine Antwort, stärker. Und wenn ihr trotzdem schwächer werdet, dann ist der Linksrutsch an der Parteispitze schuld. Oder wenn ihr auch stärker werdet.
Dann sicher nicht, dann ist es unsere pragmatische, vernünftige Art. Nein, wir geben in den nächsten 2, 3 Jahren alles, damit es nur eine Richtung gibt. Nein, wirklich, aber ich glaube, das, was mir schon wichtig ist, zu sagen, es geht in Politik ja nicht darum, um irgendwelche Wählerprozente zu schielen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen 2% holen und da, sondern wir wollen gewinnen, weil wir etwas verändern wollen. Das können wir nur, wenn wir gewinnen. Und deshalb ist es am Schluss schon zentral, 2023 nicht als Verliererinnen und Verlierer dazustehen, sondern als linkes Lager insgesamt zu gewinnen. Und ich sage jetzt mal auch nach wie vor die Übermacht der SVP, sie ist nach wie vor mit Abstand die größte Partei, immer noch zu brechen und stärkste Partei der Schweiz irgendwann werden zu wollen. Ja, das Ziel haben wir nach wie vor. Gut, das ist doch jetzt noch eine klare Ansage zum 100. Tag im Amt. Genau. Ich danke dir ganz herzlich schon einmal für dieses Gespräch, Matteo. Und ich schaue mal, ob es irgendwie eine Frage schon gibt. Genau. Ja, genau. Da haben wir eine. Ich muss mal kurz schauen. Genau. Wir haben eine Frage, die natürlich ein bisschen passend ist, weil wir das so angekündigt haben, dass wir auch über das Schöne und das Schreckliche in der Welt sprechen. Und Michael Schleipfer fragt nun, was ist nun das Schöne und was das Schreckliche? Jetzt ganz persönlich. Ich glaube wirklich, das Schöne ist, dass es das nicht, also das ist meine Überzeugung, dass nichts einfach irgendwie ein Naturgesetz ist oder Gott gewollt ist und wir nichts daran ändern könnten und alles hinnehmen müssen, sondern dass wir wirklich etwas zum Besseren wenden können. Das Schöne ist aber auch zu wissen, wie, ich glaube, das haben wir jetzt ja in dieser Krise gemerkt, wir sind einfach nicht, wie nennt man das, Einzelgänger. Also ich bin es zumindest nicht. Mir fehlt, und das merke ich jetzt in der Krise umso mehr, mir fehlt dieses unbekümmerte Beisammensein, Freunde zu haben, nicht einfach nur so virtuell miteinander zu sprechen, zu merken, dass wir wirklich eine Gemeinschaft sind. Das ist das Schöne, das Schreckliche ist, dass wir ja, eine Gemeinschaft sind, in der einige auf andere herunterschauen können und das zum Teil auch wirklich machen und ausleben. Auf eine Art und Weise, die entwürdigend ist. Ja, vielen Dank für die Antwort auf diese doch große Frage. Genau. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Fragen hat. Genau. Ich sehe da keine weiteren mehr, sonst müsstet ihr jetzt dringend tippen. Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann fand ich das doch auch ein sehr gutes Schlusswort für dieses Gespräch. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir, Matthäa, bedanken für diesen doch Streifzug durch die Schweizer Politik und durch die Corona-Pandemie und noch ein bisschen in die Welt hinaus. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei den etwa 30 Zuschauerinnen und Zuschauern, die live hier dabei waren und unser Gespräch verfolgt waren. Man kann es noch weiter auf YouTube sich ansehen. Es steigt dann jeweils noch die Zuschauerzahl, was uns natürlich auch immer freut. Und es geht dann auch weiter, natürlich mit dem ersten Fernsehen der Erfreulichen Universität. Am kommenden Dienstag ist dann wieder etwas geplant. Alle näheren Infos findet man wie immer auf unserer Webseite www.palas.sg und wir hoffen natürlich, dass wir uns dann irgendwann auch wieder alle persönlich sehen. Einen schönen Abend. Danke, okay, tschüss.